Hallo und seid schön gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss mir echt mal was anderes einfallen lassen, es wird langsam öde. Ich freue mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt und zwar möchte ich euch, wie ihr im Titel seht, ein neues Unboxing-Video präsentieren. Denn der gute Thomas aus Österreich, danke an dich an dieser Stelle, hat mir mal wieder ein Paket zukommen lassen. Es war neulich auch kurz vor Weihnachten, kam auch ein Paket von ihm. Da waren unter anderem die Leibniz-Kekse drin und diese... Die sind jetzt halt diese Nougat-Knödel von Manna, extrem gut übrigens, muss ich sagen, keine mehr da. Und jetzt hat er mir wieder ein Paket zugeschickt, denn er hatte irgendwie so, obwohl wir gucken es uns an, ich weiß zumindest, was drin ist, oder zumindest weiß ich eine Sache, ich weiß nicht, ob mehr drin ist, weil die Packung ist relativ groß, vom Gewicht ist da wahrscheinlich auch mehr als eine Sache drin. Und wir gucken uns die jetzt mal zusammen an. Sehr geil übrigens, das Ding kommt aus Österreich. Das hat irgendwie einen gewissen Charme, wenn man so ein Paket aus Österreich bekommt, wobei ich auch sagen muss, Thomas, vielen Dank dafür. Es muss aber echt nicht sein. Das gilt natürlich für alle und ich bin euch allen dankbar, das wisst ihr auch. Aber sein müssen tut gar nichts. Aber wenn ihr meint, ich soll was mal testen oder ihr wollt mir was schicken, dann könnt ihr mich kontaktieren und dann werde ich euch irgendwie meine Adresse sagen oder so. Aber ansonsten ist das natürlich keine Pflicht. So, ich gucke jetzt mal wieder nicht so direkt rein. Was ist hier? Ich habe jetzt mal diesen Papier hier. Österreichisches Papier, ja. Ah, ist wieder ein Zettel bei. Low Budget Ösi Haul, aka Schmankerl von der Tankstelle und Butter. Cheers! Der hat sogar eigenes Briefpapier. Thomas, Alter, was arbeitest du? Du bist bestimmt irgendwie so ein Bankier. Deswegen kannst du mir immer so Sachen schicken. Bestimmt so ein. Sehr cool. Ich will auch eigenes Briefpapier. Vor allem, das ist voll hochwertig. Okay. Ich bin gespannt. Danke für den schönen Spruch. Vor allem. Mit Füller geschrieben. Wer macht sowas heutzutage noch? Total cool. Finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Okay, ich guck mal rein. Alter, was ist denn das? Bobby? Drei Riegel Bobby? Knusperriegel Candy? Karamell? Alter, was ist denn das? Feine Karamellcreme, 58% bestreut mit Weizen-Reis-Krispies und Milchschokolade, 36% überzogen. Alter, auch wieder extra so ein. Ich glaube, ich mache so ein extra Süßkram-Special-Video, weil ich glaube, hier ist einiges mehr drin. Und ich habe gerade übrigens schon Süßigkeiten von ISM. Ne? Also, Alter, nee. Das geht gar nicht, müssen wir das jetzt angucken. Der Bobby. Vor allem 58 Karamell, made in Austria. Also richtig original aus Österreich. Zeig's euch vielleicht nochmal ein bisschen näher in die Kamera. Also wie so ein Riegel sieht er einfach erstmal aus. Wie so eine Art... Oh, oh. Ist es nicht so flüssiger Karamell, Entschuldigung. Ist es nicht so flüssiger Karamell, sondern wie so eine Art, wie bei Snickers. Außen die Schokolade, Krispies. Sehr lecker. Vor allem, es ist so ein Ding... Geil, dass es so ein typisch österreichisches Produkt hat. So was finde ich natürlich immer ganz besonders cool. Weil man kann jetzt natürlich einen Snickers aus Amerika kaufen. Ja toll, jeder kennt Snickers. Aber das kenne ich nicht. Sehr, sehr cool. Aber was ist denn das? Blaschke Kokoskuppel. Was ist denn das für ein geiles Zeug? Schicht für Schicht eingedicht. Wie so kleine, Alter, so Makronendinger. Solche Süßigkeiten mit drei Schichten. Das haben wir unten drin. Genuss mit feinster Schokolade- und Kakaocreme-Füllung. Jede original Blaschke Kokoskuppel vereint höchste Konditorkunst mit liebevoller Backtradition aus Österreich. Genießen Sie das perfekte Zusammenspiel erlesener Zutaten, die mit größter Sorgfalt ausgesucht wurden. Knusprige Waffel, edle Kakaocreme, flaumiger Kokos und feinste Schokolade. Sehr geil. Also ich glaube, ich werde doch nochmal ein Special-Video von den Sachen machen. Hier schauen wir uns jetzt erstmal nur die Sachen an, die hier drin sind. Was haben wir noch? Manna Snack Minis. Ich weiß nicht, gibt's die auch in, ich meine, die gibt es auch in Deutschland, oder? Milch, Haselnuss geschnitten, typische Manna. Übrigens auch eine Empfehlung, das Cremissimo Manna ist auch gar nicht so schlecht gewesen, aber am besten sind natürlich diese Buchenschnitten. Sehr, sehr cool. 10 Milch, Haselnuss geschnitten. Danke vielmals. Und das, worum es, glaube ich, hauptsächlich ging, Kerrygold Shortbread mit irischer Butter. Traditionelles Shortbread mit irischer Butter, feinster Shortbread mit bester Kerrygold Original irische Butter, hergestellt in Irland. Kenne ich in Deutschland nicht,
Der meinte wohl, ich weiß gar nicht, er hat mich, glaube ich, auch gefragt, ob ich das hier kenne. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon mal gesehen hat. Also ich kenne es nicht. Gerne einen Kommentar und ich werde es einfach jetzt probieren. Dann brauche ich auch nicht extra ein Video machen. Weil ich glaube, da ging es ihm hauptsächlich darum, was ich dazu sage. Das Geheimnis des besten Shortbreads liegt in der besten Butter. In Irland können unsere Kühe bis zu 300 Tage auf saftig grünen Weidengras und irisches Gras fressen. So entsteht die besondere Qualität von irischer Weidemilch, die unsere Kerrygold-Butter ihren einzigartigen Geschmack verleiht. 9 Portionen und 30% Butter drin, das ist ordentlich. Aber in Shortbread gehört auch viel Butter rein. Und dann eben Kerrygold-Butter wohl. Okay, ich bin gespannt. Mal kurz gucken, wie lange das Video noch geht. Ist ja noch gar nicht so lange. Also so 3x3 Kekse quasi. Das ist leider schon ein bisschen zerbröselt. Also einfacher Shortbread, wie so ein Butterkeks halt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht die Definition eines Shortbreads. Ich weiß nur, dass sie sehr mürb sein müssen. Der Thomas hatte sie als trocken bezeichnet. Sie sind trocken, aber soweit ich weiß, müssen sie auch trocken sein. So kenne ich Shortbreads. Also ich finde die Knusprigkeit total geil, dieses Mürbe. So müssen für mich Shortbreads sein. Also mir schmecken sie. Sie hätten für mich vielleicht einen Ticken süßer sein können. Andererseits haben sie fast schon so eine leichte Würze. Ich weiß nicht, Salz ist bestimmt auch drin. 0,9. Ja, jetzt nicht, wer weiß wie viel, aber jetzt auch nicht wenig. Oh doch, die haben schon was. Mit dem Glas Milch daneben. Also mir schmecken sie. Die Kerrygold Shortbreads mit irischer Butter. Doch. Thomas, danke für diese Neuigkeit, die ich so noch nie probieren konnte. Schmecken mir echt gut. Muss ich schon sagen. Und ach komm, jetzt können wir eigentlich das Ding auch noch kurz probieren. Wenn ich schon mal dabei bin. Was soll's. Die Blaschke Kokoskuppel. Sehr schön einzeln eingepackt in so einem Papier. Das riecht auch schon total krass. Alter, was ist das denn für ein Kokosbatzen? Schokolade unten, oben so Kokosmakrone. Boah. Also das ist eine Hausnummer. Und da steckt richtig was hinter. Unten die Waffel, die Schokoladencreme, die kann man gut schmecken. Und oben, ich glaube, das ist ein Ding, das kann man gut auseinandernehmen, oder? Oh, ich sauge gleich alles voll. Waffel, eher weich. Die Creme. Das ist wie so Nutella pur, ey. Mmh. Ja, die Kombination ist auf jeden Fall geil. Mir passt. Das ist richtig so ein Käffchen, so eine, wie hieß es jetzt nochmal, Blaschke Kokoskuppel. Sehr, sehr cool. Thomas, vielen Dank für diese österreichischen Spezialitäten. Hast du dir auch richtig was dabei gedacht, dass man so typisch österreichische Sachen schickt? Sehr cool, bis auf das natürlich. Das kommt ja aus Irland. Aber danke dafür. Wir haben darüber geredet. Du findest es ein bisschen trocken. Ich meine, so muss Shortbread sein. Ich hätte es ein bisschen süßer haben wollen, aber sonst finde ich es super, schmeckt mir echt gut. Geil wäre natürlich auch, wenn man sich noch so gesalzene Butter drauf schmieren würde oder sowas. Also sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür und vielen Dank an euch Zuschauer, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, was ist für euch so ein typisches, vielleicht regionales Produkt, wenn ihr, die meisten von euch kommen aus Deutschland, was ist bei euch in der Region so ein typisches Süßigkeiten-Gebäck? Schreibt mir doch sowas mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Habt einen schönen Tag, bis bald und ciao.